Wir sind gerade in einer Zeit, in der Zuhausebleiben Leben rettet. Und ja, wir können zwar nicht beeinflussen, was um uns passiert, aber wir können beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Und ich glaube, jetzt gerade ist es wichtig, zu lernen, Zeit mit sich selbst zu verbringen und diese auch richtig zu nutzen. Und einfach Dinge zu machen, die dir gut tun. Und ich glaube, Selfcare und dein Wohlbefinden, auch emotional, sollte eine Priorität für dich sein. Und da heute dieses Video, in dem ich dir einige Selfcare-Ideen darstelle. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Genau, und jetzt viel Spaß bei dem Video. Die erste Sache ist sehr basic, aber auch sehr wichtig, und zwar ist das Trinken. Wir sollten unseren Körper immer hydriert und gesund halten, deswegen ist Trinken sehr wichtig, vor allem wenn es jetzt wieder wärmer wird. Ich habe gemerkt, es ist bei uns schon richtiger Sommer, ich kann schon mit kurzer Hose und Top rausgehen und es ist nicht kalt. Also ja, Trinken ist sehr, sehr wichtig und der erste Punkt auf meiner Liste. Die zweite Sache ist mindestens genauso wichtig, um sich gut zu fühlen, und zwar ist es, seine Umgebung sauber zu machen. Das kann natürlich Aufräumen sein, das kann auch Ausmisten sein, das kann dein Zimmer dekorieren sein. Auf jeden Fall dein Zimmer oder deine Umgebung so gemütlich und sauber zu halten, dass du dich darin wohlfühlst und gerne da bist und dich gut fühlst. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich immer aufpassen muss, dass mein Bett gemacht und sauber ist, weil mein Bett ist so gefühlt die größte Sache in meinem Zimmer und deswegen ist es halt so wichtig für mich, dass mein Bett immer gemacht ist. Der dritte Punkt ist, iss gesundes Essen. Ja, denn was du in deinen Körper reingibst, beeinflusst auch, wie du dich fühlst. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur Fastfood oder sehr zuckerhaltiges Essen isst, dann fühlst du dich auch träge und eher schlechter, als wenn du was Frisches isst. Und deswegen ist gesunde Ernährung sehr wichtig. Ich habe eine ganze Playlist auf meinem Kanal mit veganen Videos oder mit gesunden Essen-Videos. Die kann ich dir auch hier oben verlinken, wo ich auch noch einige Rezepte gezeigt habe. Das kannst du dir sehr gerne angucken. Was ich sehr gerne mache, um mich wohlzufühlen, sind Podcasts. Ich kann bei Podcasts entspannen, ich kann dabei auch noch was lernen oder ich kann auch währenddessen, ich diesen Podcast höre, etwas anderes machen. Und deswegen ist es einfach richtig cool. Übrigens, ich habe auch einen eigenen Podcast. Der Podcast heißt Gut Genug und dreht sich um die Themen Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Persönlichkeitsentwicklung und eigentlich um alles, was ich auch hier auf meinem YouTube-Kanal mache. Da kannst du gerne mal vorbeigucken. Gut Genug. Genau. Der nächste Punkt ist, zieh Sachen an, in denen du dich wohlfühlst. Ich glaube, dass viele Menschen denken, dass sie besondere Klamotten nur anziehen können an besonderen Anlässen bzw. zu besonderen Anlässen und an bestimmten Tagen. Aber eigentlich ist ja jeder Tag was Besonderes und du hast es verdient oder jeder hat es eigentlich verdient, sich gut zu fühlen und deswegen auch seine schicken Klamotten oder schönen Klamotten, die man eigentlich sonst nur an besonderen Anlässen anzieht, anzuziehen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass du jetzt nicht nur den ganzen Tag im Pyjama rumläufst, sondern dass du dich wirklich fertig machst, dich anziehst und ja, dann fühlst du dich auch gleich viel besser. Ein Brief an sich selbst schreiben klingt erstmal ziemlich komisch, aber ich verspreche dir, es ist mega cool. Vor allem, wenn du den Brief dann nachher irgendwann liest, nach ein paar, keine Ahnung, Monaten, Jahren vielleicht sogar. Und es entspannt sehr, weil du wirklich deine ganzen Gedanken mal aufschreiben kannst. Und immerhin geht der Brief an dich selbst, das heißt, du kannst wirklich alles schreiben und die einzige Person, die es lesen wird, bist du selbst. Gute Musik hören ist ein absoluter Energy Boost für mich. Ich glaube, das ist wirklich die Sache, nach der ich sofort motiviert bin und mich super gut fühle, wenn ich Musik höre. Da könnt ihr einfach eine Playlist erstellen mit eurer Lieblingsmusik, die euch wieder aufmuntert und die dann nochmal rauf und runter hört, falls ihr euch gerade nicht so gut fühlt. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr cooler Tipp, der mir persönlich immer hilft. Und die letzte Self-Care-Idee ist, leere deinen Geist. Das klingt erstmal richtig strange, aber es geht darum, dass du deinen Geist leerst. Okay, ich meine damit, dass du deinen Kopf leerst eigentlich, aber Geist klingt irgendwie ein bisschen schöner und spiritueller. Aber das kannst du machen in Form von Journaling, in Form von Tagebuch schreiben, in Form von Meditieren, einfach mal nichts tun. Das kannst du eigentlich in vielen verschiedenen Wegen machen, aber ich glaube, das ist einfach eine der wichtigsten Sachen, dass du mal runterkommst und überlegst, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Was geht in meinem Kopf gerade ab und es vielleicht aufschreibst, warum bin ich nicht im Fokus, hallo? Und einfach mal überlegen, was geht in deinem Kopf gerade eigentlich ab und ist es cool, was in deinem Kopf gerade abgeht oder willst du das irgendwie ändern und wenn ja, wie willst du das ändern? Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache, die sich jeder mal öfters stellen sollte oder routinemäßig stellen sollte. Okay, das waren jetzt meine Self-Care-Ideen. Ich hoffe, sie haben euch etwas geholfen oder sie werden euch noch in Zukunft helfen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in meinem neuen Video, da ich momentan jeden Tag ein neues Video hochlade. Deswegen bis morgen. Bleibt gesund und bleibt fröhlich und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss!